Hallo, nur ein kleiner Hinweis. Da mein Elgato an zwei Stellen leider einen kleinen Aussetzer hatte, warum auch immer, musste ich da einen kleinen Cut einfügen. Und da ich ja die Legendary gekauft habe, die legendäre Kiste, konnte ich das natürlich auch nicht nochmal aufnehmen. Aber es wird das den Rest der Folge nicht weiter beeinflussen. Wollte ich euch nur mal eben am Anfang sagen. Also nun viel Spaß mit der Folge. Bis später. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit Winfried. Ja, ab morgen gibt es wieder Clash of Clans, aber heute noch mal einmal Castle Crush. Und wir wollen jetzt heute tatsächlich mal die legendäre Kiste öffnen. Ja, die Legendärkiste, Entschuldigung, den Schreibfehler muss ich natürlich mit einblenden. Es haben sich so viele Leute gewünscht, dass ich das mache. Oh, wir können erstmal ganz kurz noch die Pfeile upgraden. So, die sind jetzt auf 100, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben noch 3000 Gold. Ich bin echt gespannt. Dreifache Wert, 5000 Juwelen, legendäre Kiste. Und 100.000 Goldberg. Ich bin echt gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen sie jetzt einfach mal. So, in der Hoffnung, dass es jetzt auch klappt. Ich bin echt gespannt, was drin sein wird. Ich bin richtig gespannt. Also, ja, viele haben sich gewünscht. Oh, ey, 39,99. Das ist so... Alter, das ist so viel. Ohne Scheiß. Da muss jetzt auch echt schon was Gutes drin sein. So. Eine. Alter, da ist eine Legendary nur drin. Alter, da ist eine einzige Legendary drin. Eine Karte. Das ist echt krank. Alter, ich schreibe dem Entwickler, der soll mir mal ein paar Gems rüberschieben. Alter Schwede. Na, immerhin die Bogenschützenkönigin. Ja gut, immerhin haben wir sie direkt mal jetzt, können wir sie direkt mal auch upgraden. Alter, das ist so. Die mächtige Bogenschützenkönigin führt alle deine Fernkampftruppen an und erhöht ihren Angriff. Okay, dann würde ich mal sagen, wir setzen sie mal ein für... Habe ich denn überhaupt Fernkampftruppen? Ich habe echt nur... Ja, wir nehmen sie mal für den Drachen rein. Also sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Wir nehmen sie mal rein für den Drachen und... Ich habe drei. Wobei, ich hab den Ballista, ich habe den Pirat, ich habe die Bogenschützen. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal aus. Probieren einfach mal, ob es funktioniert. Kurzer Cut, bis gleich. Habe ich noch eins vergessen. Ich kann ja noch die Silbertruhe öffnen. Die Kiste, Entschuldigung. Silberkiste öffnen und noch die Gratiskisten. So, was haben wir denn drin? Einmal extra Kristall und den Zwerg. Sehr gut. Und jetzt noch die Gratiskisten. Und wenn wir... Oh, ich denke mal, ein, zwei Siege werden wir vielleicht heute hinkriegen. Aber mehr nicht. So, Windstoß und Bogen... Ich hasse Bogenstützenstamm. Ist vielleicht... Wobei, den könnte man tatsächlich einsetzen mit der Archer Queen. Das wird doch funktionieren. Nur was nehmen wir denn dafür? Ja, das wird mein Deck wieder so teuer, ne? Das ist mein Deck wieder so mega fucking teuer. Aber okay, wir probieren es mal. Wir probieren es mal aus. Vielleicht funktioniert es ja. Und ja, kurzer Cut, bis gleich. So, gegen Matt. Es wird hundertprozentig ein... Ah, okay, es ist ein Brite. Wir gucken, dass wir jetzt am Anfang mal so ein bisschen die Low-Truppen rauskriegen. Die etwas günstigen Truppen. So. Oh, ich hab da schon den Stamm. Ja, da muss ich jetzt... Da nehme ich aber jetzt erstmal den Krieger. Denn gegen die normalen Skelette kommt er ja ganz gut an. Es läuft jetzt eh darauf hinaus, dass wir gleich auf jeden Fall uns... Irgendwie müssen wir uns die... Oh, es reicht so gerade. Hui, so gerade eben hat es gereicht. Es wird ja eh darauf hinauslaufen, dass wir uns gleich die Fernkampftruppen irgendwie snaggeln, um dann die Königin, die Bogenschützenkönigin einzusetzen. Ich bin mal gespannt. Ich habe sie noch nicht. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen Problematico werden. Je nachdem, was er jetzt hat. Günstiger an die Kacke drankommt. Au, das kann ich gut gebrauchen jetzt. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen für 7. Komm. 6. Au, das dauert. Jetzt haben wir's. So. Er wird sich die natürlich jetzt so gerade eben da holen. Ich habe die Bogenschützenkönigin immer noch nicht. Krass. Okay, den in der Mitte holt er sich relativ zügig. Wüsste auch jetzt gar nicht, was ich großartig setzen soll, ehrlich gesagt. Ja, ihn vielleicht. Komme ich gar nicht mal so gut mit dran, ne? Wir haben immer noch nicht alles geholt. Wo ist denn die Bogenschützenkönigin? Wenn man sie mal braucht. Vor allem, ich bringe jetzt auch gar nichts, irgendwas anderes zu setzen. Eigentlich doch ihn vielleicht noch. Ja, vielleicht. Okay, das könnte funktionieren. Der muss down. Ich verliere. Ich verliere instant, oder? Alter Schwede. Ja, richtig knapp. Komm, noch einen. Ich kann die Bogenschützenkönigin auch gar nicht benutzen. Und wir gewinnen trotzdem. Geil. Wir gewinnen trotzdem. Ja, jetzt. Wo ist sie überhaupt? Sie ist ja angeblich im Deck, aber sie ist gar nicht da. Was? Ich habe sie doch drin gehabt. Leute, ihr habt es gesehen. Ich habe sie eingebaut. Oh, eine Silberkiste. Wir gucken mal nach. Hä, ich hatte sie doch drin. Da ist sie doch. Sie war gar nicht da. Sie war einfach nicht verfügbar. Lamax. Gegen... Ah, das ist... Ah, okay, das ist... Das scheint Elfenbeinküste zu sein und ich habe nichts... Ah, da ist sie jetzt. Jetzt, wenn ich sie nicht... Im Grunde erstmal nicht gebrauchen kann, habe ich sie. Okay, wir müssen mal schauen. Drei...
3 Mana ist noch extrem wenig. Wir warten mal ruhig noch ab. 4. Er macht auch noch einfach gar nichts. Okay. Kriege ich vielleicht sogar kaputt damit? Level 5. Komm, 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 komm. Schieß, schieß, schieß. Schieß, Baby. Schieß, schieß drauf. Okay. Ja, hat er gut gemacht. Ist aber egal. Nein. Nein, ärgerlich. Komm. Ist eigentlich blöd, dass ich die jetzt wieder alle zusammengesnaggelt habe, aber ja. Das ist dumm. Das ist dumm. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir uns irgendwie jetzt hier rauswinden können. Ah, okay, kann ich schon mal setzen. Sehr gut. Kann ich jetzt schon mal setzen. Zack, in der Mitte tot. Aber nur Level 6. Das ist jetzt das große Problem. Ja, genau. Hat er mich nochmal schön verarscht, weil er gefrieselt hat in der Mitte, kam ich nicht dran. Hm. Golem mal eben ganz kurz einbauen als Brücke da. Oder beziehungsweise als so als kleiner Puffer. Okay, geil. Wir können jetzt gleich schon... Ja, er hat nur 4 gekriegt für die Erscheinung. Wir kriegen hoffentlich ein bisschen mehr. Nein, er hat sie kaputt gemacht, gerade im rechten Moment. Oh, ärgerlich. Wir kriegen leider nur 5 raus. Aber wir haben jetzt gleich... Oh, wir haben jetzt gleich... Na, Moment, wir haben gleich Glück. Schlechtestes Spiel aller Zeiten von mir, ohne Witz. Schlechtestes Spiel aller Zeiten. Alter, gerade wo ich es hätte gebrauchen können... Ja, pff, wir setzen sie jetzt mal ein. Aber wird jetzt gerade nicht viel bringen, außer dass sie... Lol, sie rasiert ganz gut. Sie rasiert schon mal ganz gut. Muss man sagen, wie geil sie aussieht. Also jetzt nicht so von sexuellen Standpunkt aus gesehen geil. Einfach gut animiert. Einfach gut animiert. Und gib der Erscheinung auf die Omme. Ja, sauber. Sehr gut. Nein. Ganz schnell wegmachen. Ich brauche meine Trübskis wieder, bitte. Ich brauche ganz dringend meine Tropfen wieder. So, ihn noch dein... Ah, lol, wir haben gewonnen. Das war's schon. Wir haben schon wieder gewonnen. Geil. Läuft bei uns. Geil, geil. Und eine Goldkiste. Sehr gut. Dann können wir direkt noch eins machen. Die Bogenschützekönigin ist schon am Rasieren. Ich kann es jetzt nochmal kaufen, wie geil, ey. Wie pervers ist das denn? Kann ich was upgraden? Nein, kann ich nicht. Aus meinem aktuellen Deck kann ich nichts upgraden. Ist egal. Okay, gegen Bonn. Das wird Bonn, wird wohl ein Franzose sein. Okay, ein Norweger. Wir haben die Erscheinung, wir haben die Skelett. Nee, scheiße. Er hat sich ein bisschen geheilt da vorne, also ein bisschen seine Trefferpunkte hochgemacht. Golem kann ich setzen gleich, Ballista kann ich setzen. Okay, komm. Er setzt die Heilerin alleine. Mach! Setz! Die Frage ist, was wird er da vorsetzen? Was setzt er jetzt da? Die Heilerin alleine bringt doch gar nichts. Was bringt dir denn die Heilerin alleine? Gar nichts. Okay, kann ich den da vorsetzen? Dann müssten wir eigentlich den Nagel gleich down kriegen. Wenn der Freeze das mal nachlässt. Ja, kriegen wir gleich down. Kriegen wir hin. Außer er setzt jetzt noch was. Ja, setzt er auch noch hin. Kann ich jetzt auch gerade gar nichts gegensetzen. Außer die. Doch, die kann ich setzen. Oh. Okay. Lol, hat gar nicht funktioniert. Der hat ein Skelett down gemacht. Der hat nur ein Skelett down gemacht. Sensenmann, das ist nicht gut. Der Sensenmann ist nicht gut. Da bräuchte ich jetzt echt eine günstige Truppe mal, um den kaputt zu kriegen. Aber müssen wir so machen gerade. Müssen wir jetzt gerade so machen. Okay, hat nicht funktioniert. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Es wird knapp. Das wird ein gutes Spiel. Das wird, glaube ich, ein gutes, aber auch hartes Spiel. Oh, fuck. Oh, jetzt muss ich sie ganz schnell down kriegen, sonst haben wir ein Problem. Ah, sie ist wieder da. Sehr gut, sie ist wieder da. Sie hat's überlebt. Sie hat's überlebt. Ah, sind zu wenig Truppen auf dem Spielfeld, oder? Wieder hat er Luck, ey. Das gibt's doch echt nicht, ey. Das gibt's echt nicht, ey. Mann, das ist so... Das war so Luck, dass er gerade im rechten Moment, wo ich meine Truppen setze, wo ich die Erscheinung setzen wollte, hat er gerade im rechten Moment, kam er da an. Mann, ey, das ist... Mehr Pech kann man doch echt gar nicht haben, ohne Scheiß. Mehr Pech kann man nicht haben. Ohne Flachs, ey. Ohne Flachs. Mann. So, der noch down jetzt. Oben haben wir ein kleines Problem. Knapp. Hol ihn, hol doch den dunklen Ritter. Geil, wir haben ihn. So, da oben noch einen hin. Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Auch wenn es jetzt gerade noch... Es ist extremst auf der Kippe. Ja, es reicht. Es wird reichen. Es wird reichen. Die Legendary klärt einfach so dermaßen. Boah, hatte der Luck zwischendurch, ey. Ja, gut, klar. Das kann mir immer passieren. Ich meine, er hätte ein bisschen Glück, aber... War auch natürlich gut gemacht. War auch gut gemacht. Will ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt... Ja, dass es jetzt nur Luck war von ihm oder so. Aber es war schon ein gutes Spiel. Gegen Darren. Ich will jetzt natürlich unbedingt die Kiste haben... Das ist so das Ziel, was ich jetzt verfolge. Das ist schwierig. Ich bin aber echt ein bisschen low mit den Pokalen, weiß ich auch, aber... Es geht echt primär um den Spaß. Muss ja nicht immer alles so, ich muss nicht unbedingt, weiß ich nicht, bester Deutschlands werden oder...
Lol, der hat die Trefferpunkte erhöht. 6.007 hat er jetzt schon. Okay, schieb! Sieht so geil aus, wie der schiebt. Einfach nur. Der ist gar nicht mal schlecht, der Flaschengeist, auch wenn er ihn ein bisschen low hat noch. Okay. So, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Wir setzen die. In der Hoffnung, dass wir ihn mal so ein bisschen einfach unter Druck setzen. Das ist so der Plan hier. Lol, wie viel hat er denn gesetzt? War das einmal Skelett? Das kann doch gar nicht sein. Nein, du hast dich zerstört. Macht nichts. Wir haben noch den Golem. Ich versuche natürlich jetzt wieder ins Endgame zu kommen mit der Bogenschützen. Königin. Oder? Reicht das schon? Nee, das reicht noch nicht. Ich bräuchte jetzt noch einmal... Ja, sauber. Wieder genau im rechten Moment kam natürlich wieder für ihn hier der Mist. Reicht das? Das reicht auch nicht, oder? Ah, doch so gerade eben. Da mal eben was hin. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt reicht von den Truppen her. Ja, 11 ist okay. 11 ist okay, können wir mitarbeiten. Aber er hat natürlich, ihr seht das, er hat immer noch ziemlich viele Trefferpunkte bei seinem Zeugs. Nein, ich möchte bitte meine Truppen behalten. Dankeschön. Lass mir doch meine Truppen, Alter. Gib mir doch meine... Au, hier, da noch. Jetzt bräuchte ich die Bogenschützenkönigin. Komm, jetzt haben wir sie. Jetzt ist vorbei. Alter, wir rasieren so übelst mit dieser... Alter, das ist unglaublich. Diese Bogenschützenkönigin, die rasiert ja wie nicht was, ohne Witz, Alter. Mal gucken, was jetzt in der Truhe drin ist. Ah, keine epische. Fünfmal Inferno. Boah, die Pfeile, genau, die ich eben noch abgegradet habe. Für 2 und 4 Gold habe ich jetzt da drin. Na egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wolltet ja die Truhe unbedingt haben. Es ist echt hart, ne, für einen Legendary. Ich weiß nicht, ob auch zwei drin sein können. Ich hatte zumindest eine drin. Weiß ich jetzt nicht. Steht leider auch keine Info bei. Es ist krass. Es ist richtig krass, der Preis. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da, einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder zu einer neuen Folge Clash of Clans mit Menefred und Clash Royale und Castle Crush und so weiter und so fort. Macht's gut. Tschüss.